Hallo ihr Lieben, schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier bei uns im Whisky Hort zu einer Weltpremiere. Die Eingeweihten unter euch erkennen die Flaschenform. Wir haben hier etwas aus dem Harz vor uns stehen. Und zwar die neueste Abfüllung exklusiv für den Whisky Hort. Anaconda. Wer diese schwarze Serie kennt, weiß, dass hier gerne mal Filmtitel etwas verballhornt werden. Dieser erinnert an das ähnlich namige Machwerk einer großen Schlange im südamerikanischen Dschungel. In dieser Schreibweise aber eine kleine Hommage an die Master-Distillerin von der Hammerschmiede, und Anna hat sich köstlich amüsiert über diesen Namen, fand das wohl sehr gelungen. Exklusiv Bottle for Whiskey Hort, ein Emperor's Way ist es, und zwar ein PX Sherry Octave. Das spricht einerseits für die dunkle Farbe, das verrät andererseits, wenn es ein Octave ist, davon gibt es nicht viele, richtig, ganze 78 Flaschen. Eine bleibt standesgemäß in der Brennerei, 77 sind also im freien Verkauf. Abgefüllt das Ganze, wie wir es gerne haben, in Fassstärke mit 56,7%. Und jetzt reißen wir die Flasche Nummer 55 auf. Und ich bin echt sehr gespannt, was das denn jetzt geworden ist. Wir wollten mal wieder, schon länger her, dass wir eine eigene Abfüllung hatten. Wollten da gerne mal wieder was aus der Hammerschmiede ins Glas bekommen. Und ich weiß noch, bei ähnlichen vorangegangenen Abfüllungen hat nach der Vorstellung unser Server zweimal gehustet und dann waren die ausverkauft. Also müsst ihr hier gegebenenfalls auch recht schnell sein. Wie gesagt, ich bin gespannt. Unverkennbar PX Sherryfass. Richtig dunkel, derbe süß. Aber auch direkt, man merkt, es ist ein Emperor's Way. Eine feine Würze, eine ganz dezente Rauchnote dabei. Also nicht einfach nur so batschsüß, wo du schon Befürchtungen haben musst, gleich klebst dir die Zähne zusammen, wenn du da einen Schluck von nimmst. Dunkle Schokoladennoten. Etwas Walnuss. Diese PX-Sherry-Noten süß, ein bisschen in Richtung Blockmalz gehend. Und das Ganze, oh, die Schokolade wandelt sich mehr in Richtung schönen, saftigen Brownie. Eher in Richtung Kuchen statt reine Schokolade. Schönes Ding. Gefällt mir schon sehr, sehr gut. Alkohol, möchte ich behaupten, ist so gut wie gar nicht wahrnehmbar. Also, da rieche ich gar nichts. Ich merke nichts an der Nase, nichts mit trockenen Schleimhäuten, nichts, was da irgendwie zwickt oder beißt. Überhaupt nicht. Richtig gut. Also, probieren. Ja,
Also, ich habe es ja schon des Öfteren erwähnt in den Verkostungsvideos. Ich bin nun wahrlich kein PX-Fan. Wenn Sherry, wenn überhaupt Sherry, bevorzuge ich Oloroso. Aber hier, das Fass hat ganze Arbeit geleistet. Ja, das ist PX, das merkt man. Aber der ist nicht so bappig süß. Ich habe so diese dunklen Noten, diese Tiefe und Komplexität. Ich habe aber auch als Gegenpunkt einerseits von dem Emperor's Way diese feine Rauchnote. Ich habe auch schon, ich denke mal aufgrund des Octaves, kleines Fass halt, leicht tanninige Noten, die so eine Würze mit reinbringen, die der Süße auch ihre Kraft nimmt. Das Ding ist dadurch herrlich ausgewogen und rund. So ein richtig schöner, spätherbstlicher, winterlicher Dram. Das Ding am Kaminfeuer, schönes Buch in der Hand, irgendwas Bluesiges an Musik dabei. Ich glaube, damit kann es mir richtig gut gehen. Ich muss noch mal. Klasse. Richtig rund, stimmig, komplex, mit Tiefgang, mit Blitzlichtern immer wieder hier und da. Auch im Mund, neben diesem feinen Leder, neben der Würze, ein wenig Tannin, leichte Rauchnote. Auch hier wieder im schokoladigen Bereich der Brownie, der nicht mehr ganz so saftig ist wie in der Nase, eher ein schokoladiger Trockenkuchen. Ich habe hier Rosinen mit dabei. Im Hintergrund klingen schwarze, richtig satt schwarze Brombeeren an. Ich habe ein bisschen Kirschen mit dabei. Feines Aromenspektrum, richtig, richtig klasse. Sehr tolles Fass. Anna, vielen herzlichen Dank. Den hast du fein hingekriegt. Macht großen Spaß. Wird er euch auch machen, wenn es euch gelingt, eine der Flaschen zu ergattern. Wie gesagt, neben einer, die standesgemäß in der Brennerei bleibt, werden bei uns noch ein paar ins Archiv wandern. Der Rest ist gleich nach diesem Video zum Verkauf freigegeben. Kloppt euch drum von mir aus. Wie auch immer, ich rechne damit, dass er nicht das Wochenende überlebt. Schauen wir mal. Habe ich den Preis überhaupt schon genannt? Nee, ne? 119,90 € soll das Ding kosten. Ist damit ein Tick günstiger als die normalen Emperor's Way Abfüllungen. Verzichtet dafür aber auch auf die Holzbox. Ihr habt hier Whisky pur. Richtig lecker, richtig gut. Typisch Hammerschmiede halt. Ja. Lasst es euch durch den Kopf gehen oder durch den vornehmlich rechten Zeigefinger, der die Maustaste bedient. Viel Spaß damit, wünsche ich euch schon jetzt. Ich werde die noch ein bisschen weiter haben mit dem, was ich im Glas habe. Euch noch einen schönen Tag gewünscht, bleibt gesund und wir sehen uns wieder, versprochen. Bis dann, ciao, ciao.